Willkommen zurück zu Grey Matter. Ich habe wieder mal die Zeit irgendwie. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin in den letzten Tagen irgendwie so. Ja. Ich habe kaum Zeit irgendwie so richtig weiter zu zocken, aber jetzt habe ich Urlaub und ich dachte mir, kannst du auf jeden Fall mal wieder ein paar Folgen aufnehmen. Und ich bin ja auch selber gespannt eigentlich, wie das weitergeht. Ich habe mir aber, bevor ich das jetzt hier gestartet habe, habe ich mir nochmal die Zeit genommen, um mir nochmal so ein paar Tipps anzugucken aus der Beschreibung. Und da habe ich dann tatsächlich gelesen, dass er auf der Karte, die man zur Verfügung hat, dass dort die Orte, die man schon, ja, oder dort, wo es noch was zu finden gibt, dass die farblich markiert sind. Und ja, das habe ich ehrlich gesagt voll vergessen. Deswegen will ich jetzt unbedingt nochmal zur Map sozusagen und mal gucken, wo wir noch eventuell etwas finden können. Weil letztes Mal waren wir dann so ein bisschen ratlos. Und ich hoffe, dass... Aha, genau. Hier ist grau. Hier ist grau. Und hier ist es gelb. Okay, und gelb hieß, da gibt es noch was zu erledigen. Na, dann gucken wir doch mal. Aber eigentlich habe ich da nichts mehr großartig gesehen, was da noch war. Hier ging es nicht rein. Habe ich mir nämlich gerade nochmal angeguckt in der... In den letzten Folgen, weil ich noch mal so ein bisschen alles Revue passieren lassen wollte. Da ging es nicht rein. So, in dem Blumengarten war auch nicht mehr viel. Gucken uns das Schild hier noch mal an. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas Besonderes war. Im Inneren befinden sich offensichtlich eine Kathedrale und ein Speisesaal. Im Moment gibt es dort nichts für mich zu tun. Ah, und rechts ist außerdem ein Garten. Okay, das kennen wir ja schon. Hier ist diese Statue von Merkur, genau. Dann gucken wir uns noch diesen Kasten hier an. Irgendwo muss er noch was sein, was wir beim letzten Mal wohl nicht gesehen haben. Ach genau, hier war das mit dem Rätsel. Aber was nehmen kann ich auch nicht mehr. Das Wasser kann ich nicht mehr nehmen. Da kann ich auch nichts mehr. Da kann... Okay, alles klar. Manchmal ist es doch ganz gut, nochmal so ein bisschen... Ein weiterer Teil des Rebus. Ein bisschen mehr rumzuklicken als normal. Das haben wir letztes Mal wahrscheinlich total übersehen, denn... Okay. Und jetzt geht's auch weiter. Hallo? Kommen Sie sofort hierher. Sie sind spät dran. Ich glaube, Sie wollten jemand anderes sprechen. Das ist eigentlich nicht mein Handy. Ich weiß genau, wer dran ist. Es gibt für heute Abend noch viel vorzubereiten. Kommen Sie sofort hierher. Dr. Stiles, also ich habe 4 Leute aufgetrieben, aber 2 fehlen noch. Wenn Sie mir noch eine Stunde geben, dann... Sie haben 4 Freiwillige? Ja, war gar nicht leicht. Das sollte reichen. Heute hat sich bei mir noch ein Student als Freiwilliger gemeldet. Und Sie sind die 6. Person. Ich bin was? Machen Sie sich endlich auf den Weg hierher. Sofort. Na wunderbar. Anstatt irgendwelche Trottel zu finden, bin ich jetzt selbst einer. Welche Trottel? Okay, langsam kriege ich ein bisschen Bammel. Zur Hölle mit diesen ganzen dummen Gerüchten. Wenn er wirklich sowas wie ein Monster ist, dann kann ich doch einfach abhauen, richtig? Richtig. Ich kann schließlich schnell rennen. Komm schon, Sam, reiß dich zusammen. Dr. Stiles? Hat man Ihnen nicht beigebracht, dass es unhöflich ist, Leute anzustarren? Es tut mir leid. Die Treppe ist gleich hinter Ihnen. Sie können gerne gehen. Nein, ich dachte nur, Sie wären alt oder so. Mrs. Dalton meinte, dass...
Ach, egal. Sie haben mich warten lassen. Das macht sich am ersten Arbeitstag nicht besonders gut, Miss. Wie zum Teufel heißen Sie eigentlich? Sam Everett. Und wie zum Teufel heißen Sie? Das war wohl eine rhetorische Frage. Wenn Sie nicht wissen, für wen Sie arbeiten, müssen Sie ganz schön dumm sein. Was studieren Sie eigentlich? Englische Literatur. Für diese Sache hier völlig nutzlos. Tja, ich wollte erst die Kunst des Krieges studieren, aber das wollen ja gerade alle. Deswegen ist der NC zu hoch. Wo haben Sie das her? Von einem Trödelmarkt bei Liverpool. Ich stehe auf altes Zeug. Warum? Meine Mutter hat immer genauso eine Kette getragen. Nach ihrem Tod hat man sie vielleicht einer Wohlfahrtseinrichtung gegeben. Wie bizarr. Die meisten Vorbereitungen musste ich selbst treffen. Hören Sie, ich bezahle Sie, damit wir Ihre Zeit mit belanglosen Tätigkeiten vergeuden können. Meine ist dafür zu kostbar. Wenn Sie das nächste Mal nicht sofort kommen, brauchen Sie sich ja gar nicht mehr blicken lassen. Das nächste Mal? Also habe ich den Job? Ich habe Besseres zu tun, als neue Assistenten auszuprobieren. Dann will ich ein Zimmer, Verpflegung und 100 Pfund die Woche. Die erste Woche im Voraus. Sind Sie noch ganz bei Trost? Ich stehe Ihnen sozusagen Vollzeit zur Verfügung. Sie können mich also rund um die Uhr schuften lassen. Außerdem haben Sie keine Zeit, einen anderen zu suchen. Bereiten Sie die Betten vor. Bezüge liegen auf dem Tisch. Ich bin um 15:15 zurück. Wenn die Studenten kommen, sorgen Sie dafür, dass sie wissen, was sie hier unten erwartet. Aber Sie haben mir doch noch gar nichts über heute Abend erzählt. Ich meinte, über mich. Haben wir noch einen letzten Wunsch frei, Doc? Oder können wir es uns vielleicht nochmal anders überlegen? Ich habe Frauen und Kinder, müssen Sie wissen. Gut, das stimmt nicht. Aber ich habe immerhin eine Oma, die mich mal mochte. Das war 1989. Liegen Sie ruhig, es tut nicht weh. Diese Geräte sind so wenig schmerzhaft wie Röntgenstrahlen und bei weitem nicht so krebserregend. Ich vertraue Ihnen, Dr. Stiles. Gut. Das Ganze erfordert nichts weiter als ein wenig Vorstellungskraft. Und jetzt will ich, dass Sie sich entspannen. Legen Sie sich bequem hin, schließen Sie Ihre Augen und seien Sie ganz entspannt. Sie werden nicht einschlafen, aber in einen Zustand absoluter Ruhe fallen. Legen Sie alle Spannungen ab, lassen Sie alle Gedanken los. Konzentrieren Sie sich nur auf meine Stimme. Sie stehen auf einer Wiese. Ihre Augen sind geschlossen. Eine kühle Brise streichelt Ihr Gesicht. Sie frieren ein wenig. Aber Sie wissen, dass Ihnen schon bald warm werden wird. Sie riechen frisch gemähtes Gras. Ihre Augen bleiben geschlossen, während Sie Ihre Arme emporstrecken. Ihre Finger reichen höher und höher. Sie spüren ein leichtes Ziehen in den Armen, den Seiten und schließlich in den Beinen bis hinunter in die Zehen. Atmen Sie tief ein und ausatmen. Schwingen Sie Ihre Arme nach unten. Gleich werden Sie Ihre Augen öffnen und vor sich die Horsepath-Laufbahn sehen. Sie sind für einen Nachtlauf hier. Ihre Muskeln freuen sich schon darauf, endlich zu laufen. Wenn Sie gleich Ihre Augen aufmachen, sehen Sie den sternenklaren Nachthimmel und wie das Gelände von hellen Flutlichtern beleuchtet wird. Sie erkennen deutlich die dunkelrote Laufbahn. Und jetzt öffnen Sie gedanklich Ihre Augen. Beginnen Sie mit langsamem Tempo zu laufen. Hmm.
Das Experiment war so entspannend, dass ich wie ein Murmeltier geschlafen habe. Und das Bett ist auch nicht schlecht. Ah, du bist wach. Ich wollte dich gerade wecken. Guten Morgen, Mrs. Dalton. Das riecht aber gut. So, du bist noch hier. Sieht ganz so aus. Du kommst also mit Dr. Stiles klar? Er ist zwar ein Ekel, aber ich hatte schon mit schlimmeren Leuten zu tun. Ist okay. Freut mich, dass es klappt. Er hat viel zu tun. Und du scheinst den Job gut gebrauchen zu können. Wie kommen Sie darauf? Hat er von mir geredet? Nein, jedenfalls nicht mit mir. Er ist noch nicht einmal wach. Nachts schläft er kaum, musst du wissen. Manchmal hört man von ihm bis zum Mittag keinen Mucks. Verstehe. Hat er irgendwelche Anweisungen für mich hinterlassen? Kann sein. Wenn, dann unten im Labor. Ach, und jemand hat diese Zeitung heute Morgen auf die Treppe gelegt. Muss ein Versehen gewesen sein. Wir haben keine Zeitung abonniert. Du kannst sie gerne haben. Danke. Oh, war das lecker. Okay. Also das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Alles. Dr. Stiles einmal, der sich ja so ein bisschen, wie Sam schon sagte, so als Ekel herausgestellt hat. Also nicht besonders freundlich uns gegenüber. Etwas so von oben herab. Aber okay, Sam hat da ganz gut gekontert eigentlich. Ansonsten, das Experiment schien ja irgendwie ja, merkwürdig zu sein. Sam hat gut geschlafen oder hat sich gut entspannt. Aber diese Szene da auf diesem Feld war schon etwas mysteriös, was da gezeigt wurde. Okay, dieser alte Kamin wurde mit moderner Technik versehen. Coole Sache. Ah ja, das kennen wir. So, dann gucken wir uns doch mal die Zeitung an, die hier hinterlassen wurde. The Oxford Student. Mordwing Videospiel. Ah ja. Okay, Streich auf der Laufbahn kostet Platzwart fast das Augenlicht. Kornkreise in Oxford. In der letzten Nacht ereignete sich auf der Horse-Pass-Laufbahn ein seltsamer Vorfall. Unbekannte zeichneten ein kompliziertes Muster auf der Aschebahn. Wie es scheint, haben sich die Täter von den Kornkreisen, die man auf dem ganzen Feld, auf der ganzen Welt finden kann, inspirieren lassen. Der Leiter der Anlage war jedoch nicht gerade amüsiert, vor allem weil er seiner Mitarbeiter bei dem Streich beinahe verletzt worden wäre. Okay. Die Horsepath-Laufbahn? Das ist die Bahn, die wir uns gestern Abend vorgestellt haben. Wie merkwürdig. Das ist mir alles nicht ganz geheuer. Ich muss der Sache nachgehen. Ja, in der Tat. Ich sollte mir die Sache mit der Horsepath... Achso, ja, okay. Ja, es ist schon etwas strange, was dort passiert ist. So, es wurde ja gesagt, wenn irgendwas zu tun ist, dann finden wir das hier unten. Vielleicht können wir ja da runter. Aha. Das sieht ja nicht gerade sehr einladend aus hier. Hintere Tür. Sieht aus wie so ein halbes Gefängnis hier unten, so ein altes. Hier landen wahrscheinlich die Opfer von Dr. Stiles. Au Backe. Au Backe, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Au Backe. Die Opfer. Privatlabor. Ah, war mir fast klar. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, was haben wir hier? Hauptlabor. OMG. Was haben wir denn hier alles? Krähe. Jemand in der Familie Stiles scheint was für ausgestopfte Vögel übrig gehabt zu haben. Dieser hier sieht verdammt bösartig aus. Ja, das haben so Krähen, glaube ich, an sich so ein bisschen. Schädel. Die Form einiger Schädel ist etwas ungewöhnlich. Ob die Personen geisteskrank waren? Gott, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer tut sich denn so eine Schädel hier in den... okay. Für den Fall, dass man mal ein Ersatzhirn braucht. Ja, genau. Kann man sich bedienen. Also es sieht ja alles etwas
Also Labor, okay, aber es sieht so ein bisschen aus wie hier so Frankenstein-Labor oder sowas. Was haben wir denn hier? Phrenologie-Kopf. Sieht viktorianisch aus. Sehr cool. Sowas könnte ich mir in meiner Garderobe vorstellen, wenn ich mal berühmt bin. Okay. Buch. Ein bisschen leichte Unterhaltung gefällig? Nein, danke. Ich glaube auch nicht, dass das leichte Unterhaltung ist. Ah, hier haben wir Anweisungen. Okay, da gucken wir uns die gleich nochmal an. Hier haben wir einen Terminplaner. 2002? Ist ja nicht gerade aktuell. Okay. Scheint so, als wenn Dr. Stiles nicht mal wirklich Termine wahrnimmt. Foto. Bestimmt seine Frau. Das ist die Frau von dem Gemälde über der Treppe. Tafel? Dein Gehirn auf einer Tafel. Die Dialoge sind super von Sam, muss ich schon sagen. Also. So, dann gucken wir uns mal die Anweisung an. Miss Everett, wie bereits erwähnt, möchte ich, dass Sie meine Akten sortieren. Aus diesem Grund sind Sie hier. Die Anweisungen lauten wie folgt. Generell müssen Sie die Akten gemäß Ihren Anfangsbuchstaben einsortiert werden. Außer, wenn es sich um eine meiner Veröffentlichungen handelt. In diesem Fall unter P wie Publikationen. Wenn es Oxford betrifft, unter O wie Oxford. Ich erwarte nicht, dass Sie heute fertig werden, aber fangen Sie wenigstens damit an, sofern es Sie nicht überanstrengt, Dr. Stiles. Was denkt ihr, wer wir sind? Oh, was haben wir denn hier noch? Sehr geehrter Dr. Stiles, wir brauchen dringend den Beleg für die Geräte, die Sie im Jahr 2002 dem FMRTG-Zentrum des Radcliffe-Krankenhauses gestiftet haben. Das ist jetzt schon die fünfte Mitteilung, die wir Ihnen in den letzten Monaten geschickt haben. Senden Sie uns den Beleg doch bitte spätestens bis Freitag zu. Das Finanzamt besteht darauf. Mit freundlichen Grüßen Susan Whittier, Assistentin von Mr. Hadley, Abteilung für klinische Neurologie, Radcliffe Krankenhaus. Samantha. Ich sollte die Augen nach diesem Beleg aufhalten. Machen wir natürlich. Wir wollen ja auch unseren Job gut machen. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Was ist das hier? Altes MRT-Gerät, okay? Sieht wie ein medizinischer Ganzkörperscanner aus. Muss ein Vermögen gekostet haben. Ja, sieht aber nicht mehr so ganz irgendwie. Naja. So, Aktenschrank. Ah, dann können wir, glaube ich, direkt mal anfangen, fröhlich zu sortieren. Ah, okay. Miss Everett, wie bereits erwähnt, möchte ich, dass Sie meine Akten sortieren. Aus diesem Grund sind Sie hier. Die Anweisungen waren... Achso, das ist das Gleiche jetzt nochmal. Okay, ich denke mal, das habe ich verstanden. So schwer ist das ja nicht. E wie Wissenschaft. Kann ich da reingucken? Ja. Dann kommt das zu E. Oder was? Ach, E-Wissenschaft heißt er. Okay. Heimweg auf dem Highway. Ach, mein Weg auf dem Highway. Okay, dann kommt das unter H. G bis I. Ach, Quatsch. Jetzt habe ich wieder Heimweg gesucht. Mein Weg, natürlich M. Lobotomie. Klingt nach L. MRT, publiziert 1999. Ich kann die aber auch nicht angucken. Na gut. Also wieder M. Oder? Ah, Publikation. Publikation, okay. P. Organisches Leben. O. Alltag eines Gehirns. Klingt sehr spannend. Yggdrasil, der Weltenbaum. Da. Was? Transzendenz sein oder nicht sein? T. T, T, T. Heilung durch Meditation. So, das ging aber schnell. Ja. Und jetzt kann ich herumschnüffeln. Das wird ein Spaß. Ja, dann gucken wir uns doch mal die Akten von ihm an hier.